Ja, ganz herzlich darf ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen die EWD Baskets aus Oldenburg. Herr Kronitsch, herzlichen Glückwunsch erstmal zum gewonnenen Spiel. So, bitte dein Statement. Spiel, bitte. Ja, das war ein wichtiges Spiel für uns. Es ist nicht so einfach hier zu gewinnen, aber wie heute, wir haben gespielt eine gute Verteidigung, besonders im letzten Viertel. Wir haben Kontrolle und das Spiel und gespielt eine gute Verteidigung. Und auch, was ist sehr wichtig, in dieser Halle zu spielen mit Kontrolle in der Offense, war ein paar sehr gute Entscheidungen in der Offense, dass wir bleiben mit unseren Systemen, dass wir kommen nicht in Situationen zu machen, zu viele Turnovers, und die Jungs hat einen guten Job gemacht. Dazu eine sehr gute Rebounding, was ist auch sehr wichtig, dass wir Kontrollen haben, Kontrolle in Rebounding, weil es Hagen sehr gefährlich zu spielen in einem schnellen Basketball für Fast Breaks, und das war, das Jungs hat gut gemacht, und das war ein gutes Spiel für uns. Danke für die Fans, für zu kommen hier, zu helfen uns in diese richtige Spiel. Danke. Ingo, bitte dein Statement zum Spiel. Ja, wir haben drei Viertel gut gespielt. Wir haben wirklich gegen Oldenburg taktisch schon viel umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch, waren die ganze Zeit dran, haben teilweise ja auch dann immer geführt, wenn auch knapp. Und dann am vierten Viertel, wo wir am Anfang schlechte Entscheidungen getroffen haben, wo ein paar Spieler nicht richtig da waren. Wir hatten heute auch insgesamt den einen oder anderen Spieler zu viel auf dem Feld, der nicht seine Leistung wie normal abgerufen hat. Und dann im letzten Viertel ist uns das dann aus den Händen geglitten. Also wenn wir dann zwei, drei schlechte Aktionen im Angriff haben, dann nutzt Oldenburg das aus, ganz, ganz klar. Wenn die so einen Point Guard haben wie Bobby Brown, der erfahren ist, der nutzt das aus und trifft dann die richtigen Entscheidungen, dann sind sie schnell auf 6 bis 8 Punkten weg, noch 7, 8 Minuten, dann ist es schon sehr, sehr schwer, gegen Oldenburg zu gewinnen. Wir hatten eine gute Chance heute, eine Mannschaft von weiter oben zu schlagen. Wir haben sie nicht genutzt, wir müssen mal wieder daraus lernen und dass wir das dann im nächsten Spiel, wenn wieder so eine Situation ist, das dann besser machen. Ja, Glückwunsch an Oldenburg, und jetzt kommt das wichtige Spiel für uns in Trier. Danke, Ingo. So, Fragen Ihrerseits an die beiden Trainer. Ja, bitte. Ingo, ich finde auch, das war ja drei Viertel wirklich sehr, sehr überzeugend, aber wir haben 9 Minuten ohne Feldkorb geblieben. Von der 29. bis zur 38. Minute. Eigentlich fast unerklärlich für mich, dass dann auch aber die ganze Mannschaft kollektiv ja auch das Vertrauen nicht mehr hatte in den eigenen Wurf. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Ne? Also wie ich da weiß, wir saßen hier an gleicher Stelle und du hast mich genau das Gleiche gebracht. Das heißt, es war nicht so überraschend, wir kennen es. Wir müssen weiter daran arbeiten, ganz klar. Es ist nicht so einfach. Ja. Okay. Gibt es noch weitere Fragen? Weitere Fragen sehe ich auch nicht mehr. Gut, dann ganz herzlichen Dank, und hiermit beenden wir die offizielle Pressekonferenz nach der Begegnung Phoenixhagen gegen die EWE Baskets aus Oldenburg. Euch eine gute Rückfahrt und ein gutes Gelingen in der Liga.